Hallo meine Zuschauer, willkommen zu diesem Video. Heute sind die Farben vielleicht ein bisschen eigenartig. Das liegt immer daran, dass es draußen zwar noch hell ist, aber nicht mehr genügend für die Kamera, beziehungsweise in diesem Zimmer hier. Jetzt habe ich das Kunstlicht eingeschalten. Das erzeugt dann wieder so einen anderen Farbton. Ja, wie auch immer, darum sieht mein Gesicht irgendwie gar so, ja, weiß ich nicht. Wie schaut es eigentlich aus? Na egal, jedenfalls, heute habe ich mir wieder mal ein Red Bull Cola gegönnt. Nochmal für alle, die es bis jetzt nicht wissen, es ist keine Mischung von Red Bull und Cola, sondern es ist ein eigenständiges Produkt. So wie von der Firma Coca-Cola ein Cola gibt, so gibt es von Red Bull ein Cola. Ist kein Red Bull in dem Sinn drin, ja? Ja, also steht hier Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten und natürlichen Koffein. Jetzt suche ich gerade, ob ich da die Prozent finde. Koffein aus Kaffeebohnen 0,013%. Limette. Ja, warte mal, was steht denn hier? Wasser, Zucker, Kohlensäure, Karamell, Zuckersirup. Natürliche Aromen aus Pflanzenextrakten 0,37%. Galgant, Vanilleschoten, Senfsamen, Koffein aus Kaffeebohnen. Limette, Kola-Nuss, Kakao, Süßholz, Zimt, Zitrone, Ingwer, Kokablatt, Orange. Ackerminze, Pinie, Kardamom, Muskatblüte, Nelke, Zitronensaftkonzentrat. Also wenn man dem hier glauben kann, ist das ja wirklich alles natürlich und eigentlich alles Sachen, die man ja fast pur auch essen könnte. Ja, die Farbe kennt wahrscheinlich schon jeder, eh so wie Cola von Coca-Cola, nur halt etwas heller könnte man fast sagen. Vielen schmeckt's nicht, mir schmeckt's. Man könnte auch sagen, Ach, das schmeckt so schlecht, schmeckt es doch gar nicht. zum Wohl. Jetzt gebe ich schon zu, dass ich es länger nicht mehr gekauft habe. Vielleicht ist es deshalb nur noch so selten vertreten in den Läden. Na, zu meiner Fahrschulzeit, da war das schlimm, da habe ich das fast jede oder jede zweite Fahrschultheorie-Sitzung getrunken. Und das war irgendwie schon relativ oft. Also da habe ich mir dann schon gedacht, na, jetzt muss ich wieder seltener so ein Zeugs trinken, weil sonst wird es echt schlimm. Obwohl es ja eh so natürlich ist, aber halt trotzdem die Zuckermenge und so. Ja. Also gut, um was geht's heute? Eigentlich um nicht viel. Ich habe wieder ein bisschen in YouTube herumgestöbert, habe ein paar Kanäle gefunden, die ich gerne erwähnen möchte. Zuerst habe ich irgendwie, ich weiß nicht wie, habe ich nach Getränken gesucht oder so in der Richtung nach Lemon Soda habe ich, glaube ich, gesucht. Ein User hat mich gefragt, ob ich schon mal getrunken habe. Ich habe hier den Beweis, dass ich es mal getrunken habe. Lemon Soda, hier ist ein kleiner Aufkleber, wo es in Deutsch drauf steht. Ich habe das Video nicht mehr gefunden. Entweder habe ich es offline genommen, ich habe es gelöscht, ich habe es nicht auf der Festplatte und nicht in YouTube gefunden. Also entweder habe ich es ohne YouTube getrunken, dann we ich weiß es nicht. Ist egal. Also ich habe es jedenfalls mal getrunken. Dann habe ich irgendwie durch das, dadurch, dass ich das gesucht habe, bin ich auf einen Kanal gekommen, der heißt Hero 9709. Und sie haben ein Video drinnen mit irgendwie ihren Top 5 Getränken. Und dann habe ich halt geschrieben, ja, cooles Video, ich mache auch viel mit Getränken. Und dann haben sie gemeint, naja, könnten wir nicht unsere Kanäle gegenseitig empfehlen? Ja, können wir machen. Jetzt an meine Abonnenten gesagt, das ist nicht irgendwie abwertend oder böse gemeint, aber dieser Kanal ist nicht zu vergleichen mit zum Beispiel Geschüttelten oder Alpenkanal. Die machen also wesentlich hochwertigere Videos. Sind ja auch schon älter, haben auch mehr Geld zur Verfügung. Von daher, ja, aber schaut einfach bei diesem Hero 9709 dazu. Schaut mal zu und vielleicht seht ihr irgendwas Spannendes, was euch gefällt. Ja, Lemon Soda habe ich gerade angesprochen. Dann der zweite Kanal, den ich empfehlen will oder mich gebeten dazu empfehlen. Also, das muss immer so ein gewisses Gleichgewicht sein. Also, jemand mit einem Video und das vielleicht in schlechter Qualität, braucht mich gar nicht erst zu bitten, ihn zu empfehlen, sondern mir müssen die Videos gefallen. Ich muss sehen, dass sich derjenige Mühe gibt und ich muss auch eine gewisse Zukunft in den Kanal sehen. Also ich werde nicht jemand empfehlen, der irgendwie morgen sein letztes Video dreht. Ja, und zwar ist das der Kanal Herr Austria, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, der macht eher so Comedy oder so lustige, also eher schnellere und lustige Videos, hätte ich gemeint. Schaut einfach mal vorbei.
Ihr könnt ihn ja abonnieren, wenn es euch gefällt oder wenn ihr irgendwie vermutet, dass er in nächster Zeit gute Videos machen wird. Ja, dann sonst eigentlich, was wollte ich noch sagen? Ich habe meine Homepage diesmal erneuert. Oder eigentlich jetzt, ja, erneuert. Könnte man sagen, ich habe sie einen neuen Anstrich hier verpasst. Neues System, ich habe schon wieder ein paar Extras drinnen. Nämlich ein Gästebuch und einige Links zu all meinen Kontaktmöglichkeiten. Ich hoffe, die Seite gefällt euch. Könnt euch ein Gästebuch verewigen. Und ja, sonst eigentlich habe ich nicht viel zu sagen. Ja, dann vielleicht möchte ich noch den Kanal Vienna Profi 1 empfehlen, weil der macht eigentlich auch sehr gute Videos, hat jetzt schon 250 Videos. Meistens, soweit ich das gesehen habe, aus oder um Wien herum. Zum Beispiel nennt er ein Video "Ein Stückerl Wien", was ich mal irgendwie sehr originell finde, das möchte ich an dieser Stelle gleich mal sagen. Und von daher, schaut vielleicht auch bei seinem Kanal vorbei, wenn ihr gerne Wien habt. Für die Wiener an sich wird es vielleicht nicht so interessant sein, weil die ja ohnehin das wahrscheinlich täglich sehen, aber für die anderen, ja, schaut mal vorbei. Gut, sonst, ja, ich habe die 1600 Abonnentenmarke geknackt. Es ist eigentlich keine besondere Zahl, es ist weder ein runder 500er noch ein runder 1000er oder sonst irgendwie. 1,7 bin ich auch schon vorbei, also es ist irgendwie keine spezielle Zahl. Aber ich habe tatsächlich heute schon 1602 Abonnenten. Ich danke natürlich jeden Einzelnen dafür, für die Unterstützung und für die positiven Kommentare und für die Zusendungen von irgendwelchen interessanten Links oder Zitaten von irgendjemand oder für die Erstellung von einem Hintergrundbild. Haben sich auch ein, zwei Leute bis jetzt schon freiwillig bereit erklärt, mir ein Hintergrundbild zu machen. Danke natürlich und danke an alle, die mir was geschickt haben. Ich habe hier hinten nochmal aufgestellt. Von den Geschüttelten habe ich so ein Foto mit Autogramm bekommen. Hier noch von Magic Life Sorry Germe eine Karte. Hier dreimal hemmungsloser wilder Sex Rezept. Und einen Brief habe ich noch, den habe ich irgendwo hier dazugegeben, weil der meine Zuschauer abgelenkt hat. Und ja, da habe ich das jetzt entfernt. Aber ich werde es wahrscheinlich wieder aufhängen. Und ja. Ja, ein User hat auf meinem Kanal gefragt, ob ich denn schon YouTube-Partner sei. Da habe ich geschrieben irgendwie nein, aber es freut mich, dass er mir das unterstellt. Nein, ist das falsche Wort. Es freut mich, dass er das glaubt, weil das heißt einerseits, dass mein Kanal so gut aussieht und von den Texten und von den Bildern so gut aussieht und so gut, wie soll ich sagen, designt ist. Und zum anderen, dass meine Videos halt einen gewissen Standard haben oder auch, dass das alles eben so professionell aussieht, als wäre ich schon YouTube-Partner. Das ist natürlich irgendwie ein gewisses Lob. Nein, ich bin es natürlich nicht, weil ich aus Österreich bin und wir haben da quasi die Arschkarte gezogen, wenn ich das so sagen darf. Ja, das war's eigentlich für heute auch schon wieder. Also ich habe jetzt irgendwie nichts Spezielles vorbereitet. Wie gesagt, also schaut eventuell bei diesen Kanälen vorbei, wenn ihr noch Platz in eurer Abonnentenliste habt. Ich meine, ich persönlich habe auch schon ziemlich viele Leute abonniert. Von daher kann ich nicht, also ja, ich versuche bei jedem regelmäßig vorbeizuschauen. Es ist vielleicht nicht immer möglich, aber ich versuche da ein gutes Mittelding zu finden zwischen auf meinen YouTube-Kanal schauen, dass da alles läuft und halt bei den anderen vorbeizuschauen und eventuell Tipps zu geben oder sonstiges, ja. Gut, ja, zum Schluss möchte ich noch einmal auf meinen eBay-Kanal hinweisen. Ich habe dort derzeit eine PCI-Soundkarte drinnen von Creative, die Extreme Gamer Edition irgendwas. Ist derzeit, glaube ich, noch auf 1 Euro, ist noch zu haben. Könnt ihr mal vorbeischauen. eBay-Link existiert auch auf meiner Homepage. Da könnt ihr auch dann, wie gesagt, raufschauen, mir eventuell noch Tipps geben oder irgendwie, ja, was ihr halt haben wollt. Wollt ihr irgendwie aktuelle Videostatistiken von mir sehen dort auf der Seite oder soll ich einfach nur ab und zu in deinen Beitrag schreiben oder, ja. Zu viel Arbeit möchte ich mir dann nicht machen, es soll mehr nur so eine kurze Infopage sein, weil ich ja eher auf die Videos hier mich versuche zu konzentrieren und so weiter es halt geht, ja. Ja gut, also dann, schönen Abend noch, bis bald, Pöli out.